Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Alter Schwede, das war gerade richtig knapp. Ich habe nämlich letzte Folge beendet und hatte doch noch einen Goblin in der Nähe, einen mit Speer bewaffnet. Und der hat mir noch schön eine reingehauen. Ich habe natürlich erstmal hier nur so Pause gedrückt, also nicht Pause, Menü gedrückt und habe die Aufnahme beendet. Gehe hier halt auf Ausloggen dann und sehe auf einmal, ungelogen, wie hier so ein Speer schwebt, der kurz davor ist, mir in die Schulter zu rammen. Und ich hatte noch 24 Leben. Das wäre direkt mein Tod gewesen. Jetzt habe ich mich eingeloggt. Dachte mir, oh, mal gucken, wie es weitergeht. Aber der gute Goblin stand einfach so 3-4 Meter neben mir AFK und hat sich erst ein paar Sekunden später bewegt. Ich konnte also ganz schnell mit Schild Richtung Portal flüchten. Ein Glück. So, erstmal große Sorry, dass die letzten zwei Folgen ausgefallen sind. Ich weiß, es tut mir leid. Ich hab's einfach nicht geschafft. Jule Club, Jule 3, Checo, irgendwas, das letzte habe ich nicht mehr gelesen. Es kam ein kleines Update. Das habe ich auch gesehen. Also, ich hab's gelesen. Es gibt einen coolen Christbaum, geil. Den ballern wir uns definitiv irgendwo hin. Wir Tannenzapfen bestimmt, ne? Komm, wir gucken gleich mal. Wenn, dann bestimmt mit hier drin, ne? Genau, Tannenzapfen und ein bisschen Holz brauchen wir noch. Holz, wir brauchen Holz. So. Oh, kam ein kleines Rülpserli. Entschuldigung. Ja. Wir können den hier einfach so mitten auf die Erde stellen. Also auf die Steine. Was machen wir denn damit? Ich finde es halt cool. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen... Bleibt es für immer? Wahrscheinlich nicht. Es wird nach Weihnachten ein Update kommen. Prophezeie ich jetzt mal, was das wieder rausnimmt. Das heißt, jetzt so viel wie möglich davon bauen. Die gebauten Gegenstände wird es wahrscheinlich nicht wieder rausnehmen. Meine Vermutung. Naja, wir basteln jetzt erstmal ein. Wir haben ja noch... Ich wollte gerade sagen, eine gute Woche, aber ist es ja schon gar nicht mehr. Es ist ja schon fast Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir hauen ihn jetzt erstmal hier hin. Kann der schön die ganze Zeit dem Troll an der Nase kitzeln. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Jahr kam Weihnachten irgendwie extremst überraschend bei mir. Ich bin voll erschrocken vor 2-3 Tagen, als jemand zu mir meinte, nächste Woche ist Weihnachten. Ja, und dann mal wieder ganz schnell auf Amazon alle Geschenke bestellt. Wie jedes Jahr. Ich bin da so richtig faul. Bei mir wird immer alles online bestellt. Alle Geschenke. Das ist so, ich liege eine Stunde im Bett, gucke Amazon durch und zack, ist jeder beschenkt. So, gut, genug gequatscht. Wir machen diese Folge. Ähnliches wie letzte Folge. Nee, ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir das Inventar leer machen. Dann gehen wir eine Runde pennen. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal das ganze Flachs endlich in die Erde. Das war ja der eigentliche Plan. Damit wir dann mal langsam wieder bauen können. Wir haben extremst viel Schwarzmetall. Müssen wir mal hier unten mit reinschmeißen. Lachs und Gerste. Hier haben wir noch ein bisschen... Na, wo ist denn die Knochenkiste? Hier unten ist sie. Zack. Und Birkensamen. Die wollten wir eigentlich auch schon längst mal pflanzen. Wir gehen jetzt erstmal pennen. Ich habe keinen Bock, hier nachts wieder in die Ebenen gehen zu müssen. Wie viel haben wir denn? Ach schade, ich dachte, ich kann noch mal ein bisschen im Inventar rumgucken. Aber wenn er schläft, dann schläft er halt auch. Ach ja. Da haben wir's. 22 Flachs. Das ist doch schon mal in Ordnung. Und für den Leinzwirn müssen wir, glaube ich, dieses Spinnrad noch bauen. Guck mal hier. Und dafür brauchten wir 20 Edelholz. Ich glaube, daran hing's, ne? Auf jeden. Komm, wir machen das jetzt mal. Wir brauchen fix die Axt. Und dann geht's hier mal los. Haben wir? Dann können wir nämlich auch gleich die Birkensamen hier in der Nähe irgendwo einpflanzen. Hier geht's wieder voll ab. Guck mal, was hier alles rumliegt. Das ist leider nur normales Holz, ne? Das ist keine Birke. Jo, schade. Wäre cool, wenn die auch Birke einstecken hätten.
gut, dann lasst uns hier mal Birken bauen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann haben wir hier demnächst mal wieder 5 Birken stehen. Oh nee, komm, geh weg. Wir machen mal eine kleine. Was braucht man? 20 Edelholz, habe ich gesagt, ne? Die Eisennägel sollten wir haben. Lederreste sind auch kein Problem. Guck mal, hier liegt schon eine halbgefällte. Beziehungsweise gefällte, aber noch nicht zerkleinerte. Ich treff's nicht. Komm schon. 3 Edelholz. Und hier auch noch mal ein bisschen was. Sind wir denn so low unterwegs? Wir müssen mal wieder ein bisschen was nachhauen. Und wahrscheinlich nochmal. Oh ne, 10 Stück haben wir schon zusammen. Guck mal, hier ist sogar noch Zinn. Ach ne, doch nicht. Ist nur Stein. Mann, ist doch gut jetzt. Jetzt hättet ihr eine Chance. Sah irgendwie aus, weil es so geglänzt hat, aber war nur die Sonne. Ja, also ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir das Spinnrad basteln können, dass wir unseren ersten Leinswirm zusammenkriegen. Das ist ja eigentlich so das letzte große Material, was uns noch fehlt. Zack, haben wir 20 zusammen? 19, natürlich, natürlich. Ah, da war noch ein Ne, doch nicht, schade. Ich dachte gerade, weil es oben da stand. Ui. Schade, schade, schade. Dafür noch ein paar Himbeeren. Ja, also Spinnrad bauen, ein bisschen Leinswirren zusammenkriegen. Und dann können wir das Flachs mal noch anbauen. Und dann machen wir uns mal so langsam aber sicher. Langsam trifft es, glaube ich, ganz gut. An das Dach ran. Wir müssen mal gucken, wie weit... Nicht wie weit wir kommen, sondern wie wir vorankommen mit dem Dach. Weil, ich sag mal so, die Bauprojekte in Valheim dauern halt. Und gerade Dächer, so absolut nicht mein Spezialgebiet. Da kann es halt auch mal passieren, dass ich 2 Folgen lang mit euch an einem Dach baue und es komplett wieder einreiße, weil es mir doch nicht gefällt. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht kleine Teile zwischendurch mal außerhalb des Let's Plays mache. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist es euch lieber, wenn ich wirklich alles zeige, oder sagt ihr, hey, komm jetzt 5-6 Folgen hintereinander nur Dach bauen. Finden wir auch doof. Dann mach lieber ein bisschen was mal zwischendurch. Ja, teilt's mir gerne mal mit. Ich habe einfach so überlegt, was wohl das Bessere wäre, dass es ein bisschen spannend bleibt. Naja, gerade beim Bauen kann es halt wirklich sein, dass es mal 2 Stunden lang hintereinander geht. Und das sind dann nun mal gleich 6 Folgen. Das heißt, so ungefähr fast 2 Wochen. Weil ja jeden zweiten Tag nur noch eine Folge kommt, also fast 2 Wochen, ja, dann nur Baufolgen. Sagt einfach mal Bescheid. Ich richte mich da nach euch, wenn ihr Bock drauf habt. Dann zeige ich es, wenn nicht, dann mache ich vielleicht immer mal zwischendurch was. Also ich würde jetzt nicht das ganze Dach bauen und euch dann bloß zeigen, aber vielleicht mal so ein bisschen zwischendurch weiterarbeiten. Wir haben genug Edelholz. Machen uns wieder zurück. Basteln das Spinnrad. Dann geht's zu unserer neuen Base in den Ebenen. Flachs anbauen. Mal gucken, wie das andere Flachs schon aussieht. Vielleicht hat sich da ja auch schon was getan. Müsste mir eigentlich auch irgendwann mal die Zeit nehmen und die ganzen Baumstumpfe hier mal kaputt machen. Das sieht halt echt ganz schön hässlich aus, ne? Krass, wie viele Bäume wir schon gefällt haben und das ist ja nur das Stück hier. In Wahrheit wird es wahrscheinlich nochmal die 4, 5, 6, 7-fache Menge davon sein. Ach, geh weg. Geh weg. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so geil war, die Mühle hier hinzubauen. Weil hier immer die Trolle angreifen. Kein Bock, dass die mir die Mühle einhauen. Also, wir brauchen Eisennägel. Ich glaube 10, ne? Genau. Und 5 Lederreste. Wir die Eisennägel schon gebastelt? Nee, ne?
dachte eigentlich, wir haben die schon gebastelt. Ah, jetzt ist es wieder der Alzheimer, ne? Am Ende habe ich die schon gebastelt. Hab die irgendwo hingepackt, wo ich sie jetzt nicht finde. Und dann ärgere ich mich irgendwann später. Aber nee, ich glaube, mir ist vorher aufgefallen, dass wir kein Edelholz haben, oder? Wir basteln die jetzt einfach und... Wenn wir sie schon hatten, dann ist es halt so. Gut, also 10 Eisennägel. Ach so. Ach Mensch, ich bin da auch dumm. Entschuldigung. Das kostet doch nur ein Eisen. Ich dachte, jetzt kostet 10 Eisen. Und das wieder weg. So, wir können es bauen. Jawohl, Spinnrad. Ich flank das wieder hier davor. Weiß nicht wie rum, so vielleicht. Zack. Und jetzt müssen wir das doch hier irgendwie auswählen können. Guck mal, hier oben. Genau, was benötigt ein Dach? Ach, warum denn das? Ja, ist okay. Dann bauen wir es halt hier drin. Hier ist aber auch kein Platz. Ach, Leute. Na gut, wir können es erstmal nur hier hinpacken. Dann am besten so rum. Dann kommen wir hier ran. Perfekt. Hinzufügen, Flachs. Ja, machen wir noch nicht natürlich. Wir müssen das Flachs erstmal... Komm, wir hauen einen Flachs mal rein. Nur damit sich die ganzen Rezepte freischalten. Zack, und das spinnt es rum. Und den Rest pflanzen wir natürlich an, dass wir das erstmal ordentlich vermehren können. Und wir haben jetzt sogar noch 11 Edelholz als Reserve, falls wir mal wieder welches brauchen. Perfekto. Ich glaube, wir brauchen unbedingt Surtelingkerne. Ich habe im Hinterkopf, dass letztens welche gefehlt haben. Ich glaube, es ist schon fertig. Das ging ja fix. Da liegt das Leinzwirn. Und? Leinzwirn, gepolsterter Brustpanzer, Beinschienen, Schwarzmetall, Altgeier. Schwarzmetall, Axt, Leinumhang, gepolsterter Helm. Letzte konnte ich nicht mehr lesen. Stachel, Schwein, Locksattel, Schwarzmetall, Schwert. Jawohl, da haben wir es. Wir haben die letzten Objekte freigeschaltet. Na gut, noch nicht ganz. Den Itemvernichter, den Whirlpool... Die ganzen Sachen haben wir noch nicht. Aber so die letzten Rüstungsteile zumindest. Sagen wir es mal so. Zeig mal her hier. Wo haben wir es? 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 Das war die ganze gepolsterte Sache, ne? 15 Leinzwirn, 10 Eisen. Das geht aber. Wenn das einem Flachs ein Leinzwirn wird, können wir das ja gut anbauen und Eisen ist ja fix gesammelt. Also da haben wir das. Das hat aktuell eine Rüstung von 26. Okay, dasselbe wie der Drachenhelm? Achso, ja, auf Stufe 4 natürlich. War ja bisher immer so, dass die Sachen auf Stufe 4 immer so stark waren wie dann die nächsten auf Stufe 1. Okay, bei dem Rest wird das dasselbe sein. Gepolsterte Beinschienen. Ja, 26, das ist ja hier überall dasselbe. Aber es kam doch, glaube ich, gerade... Guck mal... Was habe ich gesagt? Altgeier. Auch gut. Das kam hinzu. Ist aber wieder zweihändig, ne? Genau. Zweihänder möchte ich nicht. Schwarzmetall-Axt. Das ist natürlich geil. Guck mal. 100 Schlitzen. Zu 40 Schlitzen. Geil. Da wird das Bäume fällen auf jeden Fall eine Nummer schneller. 5 Leinzwirn. 20 Schwarzmetall. Das können wir uns zeitnah bauen. Polsterter Helm. Das kennen wir hier. Das Messer kam noch hinzu. Ich glaube, das war's dann schon so langsam. Oh, ich habe mein Mikrofon bespuckt. Nur für euch. Ja, ich glaube, das Schild konnten wir ja schon. Das haben wir, genau. Schwarzmetallschwert. Ach nee, Schwarzmetallschwert. Silberschwert kam das letzte Mal hinzu, oder? Was? Wir hatten doch letztens ein Schwert. Schlitzen 75. Schlitzen 95. Oh, das ist natürlich schon wirklich krass. Ich meine, es hat halt kein Frost, Eis, Geist, Zeug, was hier der Frostner hat. Aber ein 95er Wert. Ah, wir müssen es auf jeden Fall bauen. Ja, das Ding hat wieder mit uns gequatscht, ne? Der Uralte, der quatscht immer mal ein bisschen blöd rum. Gut, also. Wo haben wir den Leinzwirn hin?
Ich habe echt keine Ahnung. Wir haben so krassen Truhenmangel. Und gefühlt ist die Folge schon wieder nichts passiert und die ist gleich wieder vorbei. Ja, ich habe keine Ahnung. Was können wir denn mal nehmen? Eigentlich wollte ich mal die untere Fleischkiste wegmachen. Obwohl, nee, die untere Fleischkiste brauchen wir, Entschuldigung. Ich wollte hier die untere Honigkiste mal wegmachen und nenne die Leinenzwirn. Passt jetzt nicht ganz so gut, weil hier vorne eigentlich größtenteils Nahrungsmittel und so sind, aber egal. Zack, gut. Jetzt möchte ich mit euch aber noch ein bisschen was schaffen. Tut mir leid. Aber man muss sich natürlich auch mal angucken, was man endlich so freigeschalten hat. Und zwar... weiß ich schon wieder nicht mehr, welches Portal. Ach, es ist so gut, aber ich glaube, die Schlange könnte's. Oh ja, ich glaube, ja, das ist der Goblin. Auf jeden. Ja gut, das war das Portal von gerade eben. Aber dann seht ihr wenigstens, dass ich nicht lüge. Da ist er, der Speergoblin. Und ich habe irgendwo hier so letzte Folge Ende gemacht. Und wirklich in dem Moment, wo ich hier auf... aha, ja, genau wie jetzt. Was ist hier los? Das ist die Stelle des Todes. Große Schwester von der Insel des Todes. Ja, greif dir... oha, Leute, es wird schon wieder knapp. Oh shit, hier, ich sag's doch, was ist denn hier los? Ich meine, ich bin jetzt auch derbigst unvorbereitet. Ah, zwei Todeskilos. Zwei Stück, ihr Schweine. Wir müssen ins Portal. Wo ist das scheiß Portal? Hier ist es. Nein! Oh Gott, ich hab schon wieder den Speer gehört, ey. Oh, Leute. Ich sag's doch. Ganz so schlimm war's nicht, aber da war's zumindest nur letzte Folge, beziehungsweise Ende letzte Folge, Anfang diese Folge, war's nur der Goblin. Jetzt war's schon wieder richtig knapp. Gut, die Lebensmittel geben auch langsam nach. Ich wollte aber eh nicht hier rein. Ich wollte ja eigentlich mit euch in unsere Basis. Also noch nicht ganz, aber ich nenne sie schon mal unsere. Gebaut haben wir da noch nicht viel. Außer ein bisschen Flachs und Gerste. Hier haben wir zum Glück Ruhe. Perfekt. So, Flachs ist alles fertig geworden. Geil. Zack, zack, zack. Her damit. Dann können wir hier gleich wieder alles vollflanken. Wir haben hier an der Basis auch relativ viel Ruhe, was die Todeskitos angeht, ne? Ist an sich geil. Zack, zack, zack. Schön. Ach, gut, dass wir noch welches gefunden haben. Das macht meinen Fehler mit unserem ersten Flak so ein bisschen wieder wett. Welches ich komplett versemmelt habe. Wir hauen hier alles rein, ne? Da warten wir halt lieber noch eine Runde oder zwei. Bis wir da wirklich welches nutzen für Leinzwin. Aber desto mehr wir jetzt wieder reinvestieren, desto schneller haben wir auch viel davon. Guck mal, wie viel vor allem auch. Ach na gut, zwei Flachs noch. Aber ja, trotzdem das ganze Feld voll gekriegt. So, perfekt. Guck mal, geil. Und hier unten war, glaube ich, nur Gerste, ne? Hier haben wir nur Gerste angebaut, genau. Aber auch die hauen wir uns jetzt nochmal hier schnell durch. Und dann machen wir erst mal Folgenende. Hui. Da war der Leck mal wieder. Ich finde das mit diesen Signalfeuern hier drin immer noch mega geil, muss ich ehrlich gestehen. Ja, da haben wir jetzt mittlerweile auch schon echt viel Gerste. Wir müssten schon über 60 haben, ne? 74 sogar. Geil. Okay. Zack, her damit. Das Feld gefällt mir noch nicht so ganz. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht alles unterkriegen. Und es ist halt eh ein bisschen uneben. Aber das machen wir uns später alles noch schön. Ich freue mich auch tatsächlich, hier wieder eine kleine Basis zu errichten. Einfach mal wieder so ein bisschen was Neues zu sehen. Und da ist es schon voll. Wir hatten noch hier drüben noch, genau. Wie viele haben wir denn? 52. Krass, haben wir gerade mal 22 Gerste angebaut gerade.
Also gerstetechnisch sieht es auf jeden Fall schon sehr, sehr prickelnd aus. Schön, dann müssen wir bloß noch mal warten, dass ein bisschen mehr Flachs rumkommt. Dann können wir den ganzen Leinzwirn herstellen. Und eigentlich passt das sogar ganz gut, dass wir für die gepolsterten Sachen Eisen brauchen. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum Eisen. Silber hätte irgendwie mehr Sinn ergeben, weil das halt ja der Rohstoff davor ist. So in der Reihenfolge des Spiels halt. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ein Loxi. Ach, das müssen wir auch noch machen. Ja, eigentlich ist das ganz geil, weil ich möchte mit euch sowieso in den nächsten Folgen nochmal in den Sumpf. Wegen neuem Gegner und so. Und da passt das doch ganz gut. Jetzt bin ich schon wieder am Überlegen, ob wir das einfach direkt nächste Folge machen. Ich schiebe das Bauen so vor mir her. Ihr merkt das schon. Das ist einfach das Dach. Ich habe einfach gar keinen Bock auf das Dach. Ich muss da ehrlich sein. Es ist einfach so. Es ist schwer zu bauen. Man ist die ganze Zeit in der Höhe und muss gucken, dass man nicht runterfällt. Und es dauert Ewigkeiten. Man kommt nirgendwo richtig ran. Ja, ihr wisst schon. Ich habe natürlich Bock, das Haus fertig zu kriegen. Gar keine Frage. Aber dieses Dach, es ist so eine kleine Blockade im Kopf. Aber trotzdem, wir fangen nächste Folge erstmal ein bisschen mit dem Dach an und dann gehen wir mal wieder in den Sumpf. Weil neuer Gegner. Und Eisen brauchen wir halt eh noch. Wir haben mehr Gerste als davor, weil wir jetzt noch welches abgepflückt haben. Ach so, wir sind schon wieder in 2 Überminuten. Ich wollte noch ganz kurz sagen, falls ich hatte es schon mal gesagt vor ein paar Folgen, ab und zu mal jetzt irgendwie einen Kommentar von euch nicht beantworte, bedankt euch bitte bei YouTube. Ich kann nichts dafür, es backt alles rum, es ist komisch, es nervt mich an. Ich bekomme auf meinem Handy eine Push-Up. Steht drin, hier, du hast von Person XYZ einen Kommentar bekommen. Drück drauf, die YouTube-Studio-App geht auf und steht da kein Kommentar. Dann gucke ich meine letzten Videos durch, kein Kommentar drunter. Und irgendwann mal 5, 6, 7, 8 Tage später gucke ich nochmal zufällig und auf einmal steht der Kommentar da und ist aber angeblich schon 6 Tage alt. Also, da, ihr schreibt die Kommentare. YouTube sagt mir, da ist einer, ich möchte mir angucken, er ist nicht mehr da und taucht erst später wieder auf, ein paar Tage. Es ist komisch, deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich da ab und zu mal was übersehe. Naja gut, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Übermorgen geht's weiter mit ein bisschen Dachbauen. Bis dahin, macht's gut.